Wie viele Leute werden sterben? Wie viele Leute werden es überleben bei dem Tornado der Hölle? Mal gucken. Ich bin selbst sehr gespannt und wir machen weiter, ihr Lieben. Also, Pause weg. Weiter geht's. Jetzt gucken wir als erstes, jetzt machen wir als erstes mal das Wassersägewerk wieder an, dass hier auch die Bretter produziert werden. Das ist wichtig. Und dann sollten wir tatsächlich auch gucken, dass wir irgendwann da auf häuslichen Brennstoff umsteigen, aber das machen wir stückchenweise. So. Also, hier ist schon alles abgeerntet. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was die produziert haben. 1200 ist ein bisschen weniger geworden. Können wir dicht machen. 900, ein Tuck mehr. Ein bisschen weniger. Das ist ungefähr gleich geblieben. Er hat ein bisschen mehr produziert. Sehr schön. Er ein Tuck weniger. Und er sogar ein bisschen mehr. Na, wahrscheinlich durch die Hacken. Gut. Dann können wir schauen, wenn wir genug Hacken haben, dass wir die hiermit reinbringen. Wunderbar. Gut, hier wird produziert. Hier wird produziert. Hier haben wir keine Tiere mehr. Okay, dann können wir die Kompostieranlage jetzt mal dicht machen. Dann haben wir die vier Leute hier übrig. Dann müssen sie erstmal genug Tiermist uns holen. So, und er heizt tatsächlich mit Kohle. Das ist gut. Hier steht nämlich Heizfabrik, wo heizt mit häuslichem, kann häuslichen Brennstoff verbrauchen. Aber wir heizen auch mit Kohle. Das ist sehr gut. Okay. Dann können wir den einen Kohlearbeiter hier drinnen lassen. Das ist schon mal gut. Jetzt hoffe ich tatsächlich, dass hier nicht zu viel passiert. Das ist echt eine Katastrophe, Leute, muss man ehrlich sagen. Also das ist echt nicht gut. Ich habe echt ein bisschen Bammel davor, wirklich. Ganz ehrlich. So, was ist hier? Okay, das sind Ressourcen, die bringt er jetzt hier hin. Okay. Dann machen wir ein bisschen schneller. Er produziert noch nicht genügend Werkzeuge. Wir holen uns aber ein paar mehr Leute mit rein. Und wir könnten tatsächlich schauen, dass wir hier ihn optimieren. Das können wir hier nicht machen. Ja, wir versuchen das mal. Dass wir ihm jetzt den Ziegelofen geben, dass er hier mehr produzieren wird. Und dann, dass wir den Schmied da hinten dann sogar abreißen. So, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen langsamer. Jetzt war ja die Frage, wie wir diese Bausätze produzieren. Und ich hatte ja gedacht, Moment, Schmiede haben wir doch. Moment, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es im Englischen heißt. Das ist, weiß ich nicht, ich möchte das nicht Bug nennen. Aber es ist eine Unschönheit im Spiel. Es gibt, jetzt zeige ich euch das mal, hier unten im Bergbau, die Schmiede. Die Schmiede ist nicht das gleiche wie der Schmied. Die Schmiede macht nämlich die Sachen, die wir brauchen, nämlich die Bausätze. Das heißt, es gibt einen Schmied. Das ist der hier. Schmied und fortgeschrittener Schmied. Und dann gibt es eine Schmiede. Das ist in. Na? Das ist diese hier. Das heißt, die holen wir uns als nächstes. Dann können wir eigentlich auch hier direkt so verbesserte Ausrüstung machen dafür. Und Getrieberezepte, wenn wir sowas mal irgendwann brauchen. Und das holen wir uns dann. Also mit den nächsten beiden Punkten holen wir uns auf jeden Fall die Schmiede. Bei dem, okay, also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir bauen uns erstmal die Schmiede, denn ich möchte auch gerne die Mülldeponie haben, dass wir anfangen können, Terraforming zu betreiben. Und dann holen wir uns nämlich hier hinten, machen wir uns da den Berg weg. Das finde ich nämlich auch noch ganz gut. So, jetzt arbeiten, sind 6 Leute krank, beziehungsweise nicht. Den ist kalt und jetzt werden wir mal hier den Heizer aktivieren, dass die hier beheizt werden und er hier auch beheizt. Können wir was verbessern? Ah, das Lagerhaus. Nee, das lassen wir mal. Okay, also wir haben überhaupt keine Steine mehr. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel hat er denn hier? Inventar hat er genug? Ja, dann müssen wir jetzt echt mal gucken, dass wir hier mal ein paar Steine finden. Oje, oje, oje. Dann schmeißen wir hier mal 2 Leute raus. Das macht ja keinen Sinn, dass da so viele drin arbeiten. Wenn wir das nicht an Land kriegen. Wie sieht es denn mit Holz und Eisen aus? Okay, das passt. Da können wir alle versorgen. Dann hoffen wir mal, jetzt haben wir wieder auch 13 Werkzeuge. Jetzt geht es langsam. Okay. Ja, jetzt müssen wir nur schauen. Das kriegen wir in den Griff. 6 Leute möchten ein Haus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da werden mit Sicherheit demnächst sogar noch ein paar mehr kommen, die ein Haus wollen. Und das können wir tatsächlich auch machen, wenn die Schmiede da unten genug Werkzeug produziert, um die mit zu ersetzen. Die produziert ja pro Jahr 100. Dann können wir tatsächlich den Schmied da oben abreißen und bauen dann auch ein paar Häuser hin. Das finde ich eine ganz gute Idee. Hier vorne kriegen wir, wenn wir das hier abreißen, noch 2, 3 Häuser hin. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, das ändert aber nichts daran, dass wir gerade keine Steine mehr haben.
Wir könnten natürlich hier Leute reinsetzen. Wir haben ja gerade 38. Komm mal so, jetzt wir machen hier das Ding voll. Machen hier mal jetzt mit unseren Leuten, die sonst auf dem Feld arbeiten, die machen wir alle hier rein. Die können jetzt hier mal rein und wirklich massenhaft die Steine produzieren. So, dann sollten wir damit hoffentlich auch gleich auf die Reihe kommen. Und ich hoffe übrigens auch, und er hat jetzt wahrscheinlich kein Schilf mehr. Wie viele Körbe haben wir denn jetzt produziert? Lagerübersicht. Tja, ist das ein Werkzeug, der... Nee. Kleidung? Gehört das zu Kleidung oder Textilien? Glaube ich nicht, ne? Doch, tatsächlich Textilien. Aktueller Bestand? Null. Ja. Gut. Aber ihr seht, wir haben immer noch Schilfprobleme. Wie viel Schilf produzieren wir denn jetzt hier? Aktuelles Jahr 140. Okay, das ist ja deutlich geringer. Das heißt, wir müssen hier dauerhaft mit 4 Leuten arbeiten. Damit wir 300 zusammenkriegen. Und die Körbe verbrauchen im letzten Jahr 78. Aber auch nur, und das 2 zu 1, 140, aber auch nur, weil wir nicht mehr produzieren konnten. Wir müssen wahrscheinlich echt nochmal mehr Schilf produzieren. Also das ist momentan echt eine Mangelware bei uns. Wir bauen auch nochmal. Wo haben wir das Ding denn? Kompostieranlage. Wo haben wir es? Sammlerstation Schilffeld. Können wir eigentlich auch hier hinsetzen, ne? Tatsächlich, das geht. Komm, da kriegen wir da eine Straße hin. Das geht auch. Dann setzen wir das doch hier unten hin. Sehr gut, das machen wir. Setzen das einmal dahin, die Straße. Und dann setzen wir daran ein Schilffeld. Einmal dahin. So, dann können wir da schon mal ein bisschen mehr Schilf produzieren mit 2 Leuten. Wir haben ja eigentlich genug. Ein Bürger hat Durst. Ja, der war ein bisschen weit weg, ne? Ja, ja, schon klar. Guter Michael. Dann gehen wir nach Hause. Sieht es jetzt eigentlich hier aus mit denen hier? Wir haben aber auch... Okay, wir sind auch immer bei 11 Leuten. Er hat Kohle genug. Sieht man das jetzt irgendwo, ob die beheizt werden? Wie sieht es mit der Kohle an sich aus? 163 sollte gut sein. Man sieht es nicht, ob sie beheizt werden. Das ist ein bisschen schade. Hier würde ich mir noch irgendwie so ein Symbol wünschen. Beheizt oder sowas. Oder gibt es hier vielleicht ein Overlay, das ich noch nicht gefunden habe? Nee, ne? Das ist ein bisschen schade. Das würde ich mir tatsächlich noch wünschen. Aber jetzt werden wir erstmal mit Entsetzen darauf warten, dass der Tornado kommt. So, einmal in die Liste gucken. Sherry hat beschlossen, eine Schule zu besuchen. Joggy ist in der Schule. Owen ist in der Schule. Einwanderer sind angekommen. Brittany. Helena, der Jäger, hat Folgendes gefunden. Eine Gans. Okay, wir haben keine Gestorbenen zu verzeichnen. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Und hier oben ist die Schule mit 6 Schülern auch ganz gut voll. Okay. Wie weit ist denn der älteste Schüler eigentlich? Wir sollten gucken, dass wir das boosten, ne? Das ist unser eigenes Problem, weil wir die Schüler nie richtig geboostet haben. Deswegen sind die so langsam, ne? Bronze. 67% ist 14. Aber ganz schön langsam, ne? Also wir sollten echt gucken, dass wir vielleicht die Entwicklungspunkte mal in Richtung der Schule investieren. Diese Technologie könnte Material benötigen, um Technologiebildung Papier freizuschalten. Die Schule kann Papier verwenden, um die Bildungseffizienz um 100% zu erhöhen. Papiermühle. Schilf oder Holz zu Papier zu verarbeiten. Dann werden wir tatsächlich das aktivieren. Und danach aktivieren wir die Bildungseffizienz. Wir sind echt zu langsam, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind bei der Entwicklung zu langsam. Gut, dann produzieren wir jetzt Papier. Wir haben ja ein bisschen Schilf, ein bisschen Holz auch noch übrig. Er ist am Bretter produzieren. Den können wir eigentlich auch mal abreißen hier. Das Sägewerk können wir auch hier unten hinbauen. Das machen wir auch. Machen wir ein bisschen langsamer. Das machen wir auch. Wir sind im Monat 2. Das heißt, wir setzen die auch schon mal wieder alle auf aktiv. 8, 1 und 0. Gott, dann sind schon wieder die Leute alle raus. Wahnsinn. So, er hat immer noch nichts. Wir machen das Ding jetzt dicht hier. Fertig. Okay. So, wir haben 23. Dann gucken wir mal. Er braucht 118. Wir machen den Schmied mal aus und gucken, ob das passt.
Er ist bei 19 im aktuellen Jahr. 19 in 2 Monaten. Ja. Ist ein bisschen mehr als der alte. Hoffen wir mal, dass das reicht. Aber wir bauen erstmal das Sägewerk neu auf. Ein Wassersägewerk bitte. Ja, das sieht da ziemlich gut aus. Das bauen wir genau dahin. Eine Pflastersteinstraße. Und dann können wir tatsächlich den dahin bringen. Na? Hätte ich nicht gebaut, ne? Einmal dahin. Und einmal dahin. So, sehr schön. Das haben wir auch. Dann optimieren wir das. Und was haben wir hier? Eine Papiermühle. Die können wir tatsächlich genau in die Ecke setzen. Wunderbar. Das haben wir auch noch. Hier gucken wir, was wir hinbauen. Ich würde hier tatsächlich, wenn das passt, noch eine Distillerie hinsetzen. Denn da müssen wir jetzt echt aufpassen, denn die Getränke werden jetzt tatsächlich wirklich weniger. Hier kann auch nicht gearbeitet werden. Okay, das ist kein Problem. Aber aktiviert ist alles. Ja, wir sind nur bei 2000 Nahrung. Heidewitzka. Okay, da müssen wir... Na gut, wir haben jetzt extrem viele Leute bekommen. Die futtern uns wieder alles weg. Diese Bugwelle müssen wir jetzt erstmal wieder reinarbeiten. Das Wassersägewerk können wir hier mal deaktivieren. Und dann nehmen wir mal die hier raus. Wir sind bei 76 Steine. Machen hier auf 2 Leute zurück. Die 2 Leute passen da. So, gut, passt. Haben wir. Er verkauft Erbsen und Flachs. Das ist auch okay. Wir haben noch genug Kleidung. Wir sollten noch 2 Leute mit in die Minen schicken. Eine Person da rein. Und eine Person hier unten hin. Dass wir auf jeden Fall genug Kohle haben. So, Werkzeuge produzieren wir. Das haben wir. Hier wird auch produziert. Schilf ist auch schon fertig. Da arbeiten auch Leute drin. Da wird hoffentlich jetzt genug Schilf produziert. Gut. Die beiden haben wir deaktiviert. Erst deaktiviert. Und ich denke, ihn werden wir wirklich abreißen. Das muss auf der anderen Seite, ja. Nicht nur ich denke, wir machen das. Wir reißen ihn ab und wir reißen ihn ab. So. Das kommt beides weg. Und hier vorne baue ich jetzt tatsächlich noch einen Sammlerposten auf. Also hier wird ja so unglaublich, hier ist ja so unglaublich viel, was wir uns andauernd holen können. Jagdhütte, eine Sammlerstelle bitte. Einmal... Können die tatsächlich auch hier hinsetzen. Das finde ich gut, ja. Einmal dahin. So, da gibt es so unglaublich viel zu sammeln. Dann haben wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr. Und wir müssen auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier mehr bekommen. Hier sind jetzt 2 Tiere. Ja, wir arbeiten ja schon dran. So, Kompostieranlage. 2 Leute, bitte weiterarbeiten. Da wird mit Sicherheit jetzt auch gebraucht. Naja, wir brauchen noch schon 3 Leute. So, hier wird Lampenöl produziert. Hier Fleisch. Das ist die Jagdhütte. Die ist auch gut mit dabei. Dann gucken wir hier oben mal, ob wir da noch was optimieren können. Nee. Dann möchte ich ihn tatsächlich als nächstes bauen, damit wir da genügend Essen rausbekommen. Sehr schön. Dann haben wir noch 4 Leute übrig. Die 4 Leute können hier ruhig ein bisschen rumlaufen. Dann passt das. Okay. So, Papierfabrik. Die ist wichtig. Jetzt schauen wir mal. Er ist am Limit. Er noch nicht. Die noch nicht. Er ist am Limit. Er ist noch nicht am Limit, aber er hilft dann beim Schleppen mit. Wasser haben wir genug. Dann würde ich tatsächlich den mal dicht machen hier. Müssen ja nicht zu viel produzieren. Holz sieht gut aus. Eisen sieht eigentlich auch ganz gut aus. Dann können wir auch mal einen rausschmeißen. Gucken wir mal, dass wir dann 7 Träger haben, weil wir sind bei 150 Leuten. Da finde ich so 4, 5 Träger doch ein bisschen wenig. Wobei man, wir hätten jetzt 6, 7, also da kommen nochmal 2 oben drauf. Sind wir bei 9 Trägern. Na, ist trotzdem nicht allzu viel. Gut, nochmal mal, dass die hier bei Zeiten genug Alpakas ranziehen, dass die uns auch ein bisschen Fleisch bringen. Wird jetzt geerntet. Wir sind bei 32. Es scheint wirklich zu reichen mit den Werkzeugen hier. Das freut mich. So, dann haben wir hier tatsächlich jetzt noch mehr Platz für Häuser gewonnen. Das ist sehr gut. Dann können wir tatsächlich die Straße hier abreißen
Und dann bauen wir hier vorne noch Häuschen hin. Eins, zwei, drei. Und das reicht nicht. Das ist ärgerlich. Okay, dann bauen wir zumindest drei hin. Ach komm, dann bauen wir das hier noch mit rein, so ein Häuschen. Und dann ist gut. Ja, komm. Einmal damit rein. Fertig. Sehr schön. Sind die noch im Heizwerk mit drinne? Ah, nicht ganz. Das sind nur die hier. Wir könnten natürlich auch hier unten noch ein Heizwerk. Komm, wir lassen das hier. Und überlegen uns, ob wir eventuell hier an dem Teil noch was ganz anderes hinsetzen. Hier vorne könnte man nämlich noch ein großes Gebäude hinsetzen. Ich glaube, das ist sogar eine bessere Option. Okay. Er wird gebaut mit Priorität. Tja. 2300 Nahrung. Klar, die Leute futtern uns erstmal die Sachen weg. Brennstoffreserven sind knapp. Aber das sollte hoffentlich passen. Es ist immer was Neues. Also das Problem ist wirklich immer, wenn so ein Schwall an Leuten auf einmal kommt, die sind erstmal hungrig und bringen das ganze System aus dem Tritt. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hier genügend produzieren. Wie sieht es hier mit dem Düngefortschritt aus? Echt nichts? 1%? Sag mal, wie viel Dünger haben wir? Jetzt muss ich tatsächlich mal in die Pause gehen, Leute. Wie viel Dünger haben wir denn? Wir haben 60 auf Lager. Wir verbrauchen 320. Boah. Und produzieren 288. Das ist ja der Wahnsinn. Also mehr Dünger. Mit 5 Leuten haben wir 288 produziert. Mit 4 Leuten. Dann packen wir hier mal alles rein. Das ist ja der Wahnsinn. Tja, also Tiermist haben wir eigentlich genug. Aber wir produzieren nicht genug. Meine Herren. Das hätte ich nicht gedacht. Na gut. Ist immer was Neues. Man lernt nie aus. Okay. Hier wird gesät. Hier wird gesät. Düngefortschritt 6%. 0. Auf jeden Fall neue Felder können wir uns echt erstmal ersparen, ne? Na gut. Schade, aber ist so. Okay. Ist er fertig? Ah, immer noch nicht. Wir sollten tatsächlich... Was hat er jetzt hier? Ach, er hat kein Fleisch mehr. Hm. Wir lassen ihn mal an. Wir lassen ihn mal an. Er produziert Lampenöl mit. Da können wir mal eine Person rausnehmen. Brauchen nicht so viele. Wasser sieht gut aus soweit. Heizen haben wir auch. Okay. So, dann schauen wir mal, ob hier jemand gestorben ist in letzter Zeit. Patricia hat Chris als Schiffbauer ersetzt. Chris ist an Altersschwäche gestorben. Jetzt muss ich mal in meine Liste gucken, ob der gute Chris eventuell einer von uns war. Nee. Dann gucken wir mal weiter. Rowan hat eine Schule besucht. Lily hat Aaron als Sammler ersetzt. Ja, das geht aber. Okay, Marvin hat beschlossen, eine Schule zu besuchen. Ja, das sollte aber passen. Okay, also noch keiner von uns gestorben. Sehr gut. So, hier machen wir bitte mit einer Person Bretter. Wir setzen das Limit auf Holz, das ist auf 100, das ist okay. Und hier machen wir bitte aus Holz. Oh. Ja, wir müssen das machen. Wir machen Papier mit, wir machen sogar 2 Personen. Und er ist am Limit angekommen, das heißt, er trägt mit. Sehr schön. Dann haben wir nur noch eine Person hier drin, ne? Aber 35 Kids. Dann kommt denn der nächste aus der Schule? Der gute Jack ist bei 88%. Wir müssen unbedingt diese Schule pushen. Das ist echt wichtig. Wie sieht's aus? In ein paar Tagen haben wir den nächsten Punkt. Sehr gut. Jetzt sind wir bei 700 Nahrung. Boah. Wahnsinn. Ein weiterer Entwicklungspunkt. Wo ist es gewesen? Da. Einmal aktivieren bitte. Dann hoffe ich mal, dass wir die Schulen damit ein wenig pushen können, indem wir den Papier verwenden, öffnen. Indem wir dem das Papier geben können. So. Okay, jetzt wird geerntet. Boah, Leute, also, dass wir nochmal so viele Nahrungsprobleme bekommen, hätte ich nicht gedacht. Können wir den hier boosten? Ja, toll, mit Ködern. Ja, sehr gut. Ansonsten haben wir aber, glaube ich, alle Produktionsbetriebe schon auf Maximum, ne?
Hier wird keine Nahrung produziert. Da ist die Jagdhütte, da ist alles drin. Das ist der Holzfäller. Er ist auf Maximum. Naja. Das ist der Holzfäller, brauchen wir nicht so viele. Wahnsinn, ich bin echt geschockt, ey. Wie sollen wir denn dadurch den Winter kommen, bitte? Oh Mann. Das passt auch. Tja. Mal gucken, ob wir das überleben. Das gibt's doch nicht, ey. Also, dass wir noch mal so harte Nahrungsprobleme bekommen, hätte ich nicht gedacht. Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, er ist fertig. Das heißt, wir müssen da unbedingt Leute reinbringen. Machen den Steinbruch mal aus. Und die Maurerwerkstatt auch. Das bringt uns jetzt nichts, wenn wir zu wenig Essen haben. Da 4 Leute bitte rein. Können wir das schon verbessern? Mit Körben? Ah, schade, haben wir nicht genug. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir da jetzt im Winter ein bisschen mehr produzieren. Ich meine, es ist offensichtlich, dass da genug wächst. Und, tja, mal schauen. So, was produzieren die im Jahr? Letztes Jahr 73. Das hat die nie allzu viel. Alter, boosten können wir noch nicht, aber das sollte, das reicht zumindest erstmal aus. Wir brauchen den Platz da oben für was anderes. Okay. So, Papier wird produziert, Holz haben wir noch. Bier ist tatsächlich auch langsam, wird auch weniger. Dann werden wir auch da schon mal sicherheitshalber eine Distillerie bauen. Ja, jetzt setzen die mal da hinten in die Ecke. Gut. Tja, es ist fast alles abgeerntet. Wir sind bei 800. Also wir produzieren genug, ne? Wir könnten am besten noch ein kleines Flachsfeld bauen. Ich glaube, Flachs haben wir mehr als genug. Wir gucken mal, ob wir genug Flachs haben. Und dann bauen wir fürs nächste Jahr ansonsten noch ein kleines Flachsfeld und nehmen das noch als Erbsenfeld. Weil da haben wir interessanterweise auch nur 300. Das können wir nochmal machen. Das sind die Rohstoffe, Lebensmittel, Textilien, Zutaten. Flachs sind wir bei 5000. Ja, wir machen das. Wir machen das, wir setzen hier neben noch ein kleines Feld. Ein fruchtbares Feld. Das machen wir mal lang und schmal, da brauchen wir nicht so viel. So. Und das wird Flachs bekommen. Und hier wird im nächsten Jahr dann Erbsen produziert. Beziehungsweise können wir gucken, ob wir noch was anderes haben. Aber ich denke, ich würde tatsächlich Erbsen nehmen. In der Hoffnung, dass wir hier dann auch mehr Kinder bekommen. So, es ist wieder einer gestorben. Und Aaron ist an Altersschwäche gestorben. Düngemacher Katrina ist an Altersschwäche gestorben. Und einige Kinder haben einen Schulabschluss bekommen, Jahr 33. Oh. Ach nee, er beschloss, eine Schule zu besuchen. Philipp ist an Altersschwäche gestorben. Sehr schade. Lieber Philipp, ich schau mal, ob du bei uns aus der Liste bist. Nee, tatsächlich nicht. Aber der gute Michael war bei uns aus der Liste von gestern. Und dich, lieber Michael, dich möchte ich natürlich auch auf jeden Fall wieder mit reinbringen. Ich glaube, Michael, so hat man dich geschrieben. Okay, Michael, entschuldige bitte, nicht Michael. Gut, wir sind bei 1500 Nahrung. Das ist wahrlich nicht viel. Und dann kommt auch gleich noch der Tornado, der uns hier um die Ohren fliegt. Ich hoffe, dass er nicht so schlimm wird. Wie sieht's aus mit dem Erntestatus? Ah, hoffentlich kommen wir da auf 2000 Nahrung. Wie sieht's eigentlich hier aus? Könnten wir hier was einkaufen? Ne, das können wir nur über... Das können wir, glaube ich, nur über, über Schiffe. Ja. Meine Herren. Also, dass wir nochmal so arge Probleme bekommen, hätte ich echt nicht gedacht. So, er ist munter am Ernten. Okay, also Pilze, Erbsen, Agaven, Kraut wird alles geerntet. Das ist sehr gut. Herbsternte kommt. Die ist schon durch, ihr Lieben. Das passt soweit. Ja, wir haben alles drinne. Jetzt gucken wir mal in die Produktion rein, wie viel wir da produziert haben. 1100, ein Tuck weniger, 850. Das Feld macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Aber wir müssen halt düngen, ne? Wir haben nicht genug Dünger.
291, 1200 ist ein bisschen mehr geworden, bis Tuck weniger, 167. Ja, man merkt jetzt, dass die ganzen Leute, wie guck, Zion hat es mit Sicherheit, ja, da sieht man es, Bildung, nein. Das ist echt krass, also was das für einen Unterschied macht. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum unsere Produktivität so enorm zurückgeht. Und jetzt wissen wir es, ne? Wir hatten hier 2000. Und wenn ich überlege, sie ist gebildet. Wir bleiben mal dabei, er ist auch gebildet. Sie ist nicht gebildet. Annette ist nicht gebildet. Und Manda ist auch nicht gebildet. Ja, das sind genau, das sind die 20-30% Produktivität, die uns hier jetzt gerade verloren gehen. In unserem Betrieben. Das ist echt heftig, Leute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich auch so nicht gedacht. Das ist wirklich, wirklich krass. Also ganz wichtig, lasst eure Schulen an, bis die fertig sind. Das ist, ansonsten hat das hier echt arge Probleme. Wann kommen die nächsten Schüler? Kennedy ist bei 59%. Oh Mann, ey. Aber nochmal mehr Leute reinholen können wir nicht. Einen neuen Entwicklungspunkt erworben. Sehr schön. Dann gehen wir mit dem jetzt bitte in Richtung des Handels. Ich glaube, Handkarren macht noch keinen Sinn. Ja, wir bleiben jetzt beim Handel. Ich möchte das Dock. Das möchte ich haben. Die Schmiede macht, glaube ich, im Moment noch keinen großen Sinn. Die können wir natürlich auch gleich machen. Beim nächsten Entwicklungspunkt. Ja, ich weiß. Aber erstmal bleiben wir beim Dock. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir da was Vernünftiges erhandeln können. So, 2000 Lebensmittel stehen auf der Uhr. Das ist nicht viel für den Winter. Jetzt warten wir mal den schrecklichen Tornado ab. Und gucken wir mal, was da passiert. Wir haben jetzt schon einige Betriebe geschlossen, ne? Du bleibst auch mal zu. 129 Bier sieht noch gut aus. Wir können natürlich jetzt hier mal zumachen. Haben wir zumindest ein bisschen was zum Transportieren. Und da bitte auch zumachen. Du wirst jetzt im nächsten Jahr die Erbsen machen und du bist ab nächsten Jahr für den Lachs verantwortlich. So, dann haben wir das auch. Okay. Tornados sind furchtbare Katastrophen. Sie zerstören Gebäude, die auf dem Weg befinden, fegen Vorräte weg und ihnen fallen viele Bürgern, Pflanzen, Tiere zum Opfer. Schutzräume können Bürgern während des Tornados schützen und strukturelle Veränderungen können Gebäude vor der Zerstörung strukturelle Verstärkung bewahren. Ist das heftig. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Wir gucken uns das mal mit an. Wo ist er? Wo ist der Tornado? Wir gucken mal, dass wir hier alles sehen in unserer Kolonie. Noch sehe ich nichts. Noch sehe ich nichts. Wir bleiben mal von ganz oben, dass wir ihn sehen, weil er durchhuscht. Ein Tornado wütet. Noch Gott sei Dank nicht. Jeffrey ist gestorben. Als Schilfbauer. Oh, scheiße. Oh Gott. Entschuldigt bitte. Ach, du grüne Neune. Oh mein Gott. Ernsthaft? Nein, nicht nur über die Felder. Nein, unsere Bäume. Unsere Felder. 100. Der hat 50 Leute getötet. Scheiße. Gott. Boah. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Entschuldigt bitte. Boah. Ich muss mich vielmals entschuldigen für meine Wortwahl. Das ist ja. Boah. Ich bin völlig geschockt. Ich bin völlig geschockt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einmal neu aufbauen, bitte. Meine Güte. Okay, also die Häuser, das ist der Hammer.
Das ist echt der Hammer. Unsere Produktion steht noch, aber ich glaube, um die Sachen brauchen wir uns bei 100 Leuten jetzt gerade überhaupt keine Gedanken zu machen. Zumindest hat er unser Lagerhaus fürs Essen stehen gelassen. Boah, Leute. Wie es weitergeht, das seht ihr morgen. Ich bin geschockt, ganz ehrlich. Macht's gut, bis morgen. Euer Strategie. Ciao, ciao.